Holen wir nicht lieber den Rest der Crew? Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen. Ich meine, er ist echt klug. Aber Eltern irren sich auch. Das muss doch in seinen süßen kleinen Kopf reingehen. Barney. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Barney. Hm? Langsam wird's echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Oh. Kalt. Ja. Dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Danke, aber ich sollte auf Arbeit nicht trinken. Sicher? Ups, mir ist kälter geworden als gedacht, als ich euch bis hierher gefolgt bin. Ah. Ich kenne meine Grenzen. Ich habe sie die ganze Zeit gespürt, als ich die letzten Wochen zu Hause war. So schlimm kann Zeit mit der Familie doch nicht sein. Das kann auch nur jemand behaupten, der meine Familie nicht besonders gut kennt. Ich habe viel Zeit mit Jaime verbracht. Ach. Jaime ist... Ah, er kann okay sein. Er muss endlich erwachsen werden. Du musst ihn überreden, nach der Schule Cedar Hills zu verlassen. Er könnte nach New York kommen, egal, solange er nicht hier bleibt. Weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Er denkt nicht so weit voraus. Selbst wenn er es nicht tut, du musst. Was, gehen? Ja. Ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hier bleiben willst? Nichts dergleichen. Meine vielen einseitigen Affären mit toten Schriftstellern zählen nicht. Ha, hab's gewusst. Dass ich auf Tote stehe? Dass dieses Nest dir nichts bieten kann. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Oh, damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße. Dreht sich einmal um die eigene Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich, die wirkliche Welt beginnt auf der Canal Street, bewegt sich zwischen Avenue C und Westside Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft's mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gern mal live sehen. Futsch. Schluss aus. Ende. Oh, sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging's eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Band zu daten. Oh. Sie war cool, aber als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Band ohne mich weitergemacht. Du hast was Besseres verdient. Ja, finde ich auch. Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich. Sobald Mom nach Hause kommt, heißt das nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie weg. Tschüss, ciao und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee, nur die eine. Was hast du da vor? Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja, klingt nach Spaß. Manchmal schon, ja. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Oh, das ist nicht meine.
Sie gehört Reime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Gab dann wohl nur die eine. Ja. Leute? Hallo? Hey, wo sind denn alle? Nein. Reime? Bonnie. Reime? Brüderchen. Nein. Er ist nicht. Linda, er atmet nicht mehr. Nein. Wie konnte sowas passieren? Ich weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Mein kleiner Bruder. Bonnie, ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Was ist passiert? Und die Kamera? Vielleicht haben sie gefilmt, als... Vielleicht. Ja, kann sein. Suchen wir Chris und Robert. Nein, ich gehe nicht ohne Reime. Wer das getan hat, könnte noch hier sein. Wir können nicht bleiben, okay? Wir müssen los.
zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Wenn ich es da hochschaffe, komme ich raus.
Linda Castle. Was zur Hölle machst du hier? Der Filmstreifen. Hast du ihn? Hey, langsam. Entschuldigung, wer genau bist du bitte? Ja, und warum bist du so aggressiv, wenn du nur reden möchtest? Halt dein Lügenmaul und scher dich um deinen eigenen Dreck. Sam, soll ich mich auch um meinen eigenen Dreck scheren oder meintest du nur den Lügner Stan? Maddie, das ist Sam Green, Sheriff von Cedar Hills. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich, Opie. Früherer Sheriff. Warum bist du hier? Du weißt verdammt gut, warum. Ich muss es vergessen haben. Oh, das ist ja schön für dich. Ich muss nämlich andauernd hinter deinem kleinen Problemkind aufräumen. Moment, redest du etwa über den Film? Redet er über den Film? Oh, du hättest nicht kommen sollen, Linda. Das verfluchte Ding hätte vergessen bleiben sollen. Es wird das Ende dieser Welt sein. Und vielleicht das aller anderen. Oh, hör auf! Sam, glaubst du wirklich an einen Fluch? Das ist nicht echt. Wie kannst du das sagen, nach dem, was passiert ist? Was ist denn passiert? Du weißt wirklich nichts mehr? Das alles nur wegen damals in Cedar Hills. Was passiert ist, damals oder jetzt? Verstehst du denn nicht, was ich sage? Nein, tut mir leid. Ja. Sag mir einfach, dass du deinen Filmstreifen noch hast. Ja, den habe ich noch. Und Sie? Wir haben alle unser Stück. Oh, Gott sei Dank. Dann komme ich nicht zu spät. Aber Augustine hat uns ein Angebot gemacht. Und ihr habt es abgelehnt. Richtig? Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay. Okay. Damit können wir arbeiten. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, haben wir noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Linda, wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Es ist nicht nur ein Film. Es ist ein Gefängnis. Für etwas viel Älteres. Etwas Mächtigeres als alles, was die Menschheit begreifen kann. Es reine, bösartige Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Oh, okay, Sam. Trägst wieder etwas zu dick auf, oder? Das sagt ja der richtige Bruno Stafford. Moment, ihr beiden kennt euch? Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das? Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche nicht im Dunkeln herum wie ein schmuddeliger Kleinganove. Scheiß drauf! Ich hab genug von deinem Scheiß. Sollten wir ihm folgen? Geh los und behalte Stan im Auge. Ich bleib hier. Was er da alles gesagt hat, meint er das ernst? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass jemand von uns allein losziehen sollte. War das vorhin verschlossen?
mal! Stan!